15.30 Uhr, hier ist MDB 4s Folgennachrichten. Staatskorpulent Schnölpser betrimmt der Schlöfig zu seiner vierten Unterredung unter fünf Augen mit Schiffschafter Klutz. Infrastrukturelle Probleme, Bremsen verheißungsvolle Perspektiv, Planerfüllungsgehilfenbrief, Geheimnis, Trägerraketenstützpunktspielerei, sagte der Arbeitgeberverbandsplatz Lautsprecher der Fraktion. Soweit die Meldungen. Zum Abschluss der Nachrichten der Wetterbericht. Schauerliche Lokalregen, lokale Schauerregen, lokale Regenschauer, regnerische Lokalschauer, schauerliche Regen, lokale regnerische Schauerlokale. Wir schalten nun um zu ADACIS 25, das den Verkehr in unserem Sendegebiet aus der Luft überwacht. Carlo Canisterkopf, bitte melden. Ja, hier meldet sich Carlo Canisterkopf in ADACIS 25. Wir kreisen gerade über der Lübecker Bucht. Und darf Ihnen sagen, dass der Süseler Baum früher einmal das Stalingrad des norddeutschen Verkehrs ruhig unter uns liegt. Ein einziges Auto nähert sich dieser immer noch stark befahrenen Kreuzung. Rasch nähern wir uns diesem Wagen. Schon kann ich die Insassen erkennen, wie schön, dass sie angeschnallt sind. So, und nun, meine Damen und Herren, wird es nicht mehr lange dauern, bis wir hier wieder einen schönen, langen Verkehrsstau haben werden. Wir geben zurück ins Studio. Dankeschön, Carlo Canisterkopf. MDB 4 widmet sich nun dem Sport. Aus Studio 7 meldet sich Hubert Mehlschneider. Die Redaktion hat Gertrud Blondi. Hallo, liebe Sportfreunde. Wir wollen uns gar nicht lange hier aufhalten. Wir schalten gleich um zur Rennwoche nach Baden-Baden. Dort meldet sich Günther Eisenbügler. Hier, meine Damen und Herren, meldet sich Baden-Baden. Hier ist Iffezheim. Hier ist der Höhepunkt der internationalen Rennwoche. Hinter uns liegt ein galoppsportlicher Höhepunkt nach dem anderen. Und heute, zum Abschluss dieser nicht nur pferdemäßig, sondern auch gesellschaftlich so höchst bedeutsamen Großveranstaltung mit der zwei- und der vierbeinigen Prominenz des In- und Auslandes, erwarten wir nun den Schlusspunkt unter einem glanzvollen Schlussstrich, das alle Jahre wieder alles entscheidende Rennen der Dreijährigen. Ich schaue hinüber zu den Boxen, wo sich das Feld versammelt. Der Starter hat ein bisschen Mühe, Ordnung zu schaffen. Das ungebrochene Temperament der Dreijährigen bricht sich gelegentlich unverhofft Bahn. Ich erkenne das Apfelgrün von Jonathan aus dem Stall Schmidt, der da scheut. So, naja, so geht es ja nicht. Die Jockeys sind doch nun wirklich leicht genug. Bei Klärchen aus dem Krause-Stall scheint eine der Bleiwesten verrutscht. Nun aber könnte es losgehen. Jawohl, das tut es auch. Innen führt Blasebalgs erstgeborener Jörg unter seinem Trainer von Meisenkoten. Dahinter mit raumgreifendem Schritt Udo, die zweite Hoffnung aus dem Stall Mollwitz. Dann das Feld dicht gedrängt. So geht es die Gegend gerade hinunter. 2800 Meter. Doch eine lange Distanz für Dreijährige. Klärchen hat schon leichte Schaumflocken vor dem edel geformten Schädel. Schwer im Zügel auch bereits die Nummer 5. Das ist Hagen vorn immer noch Jörg, der jetzt die Peitsche gezeigt bekommt. So geht es in den Einlauf. Dies wird ein guter Jahrgang. Das hat der Rennverlauf deutlich gezeigt. Jörg führt mit zwei Längen dahinter. Jetzt Sebastian, einen kurzen Kopf zurück. Konrad, und das ist auch der Einlauf. Ja, meine Damen und Herren, die Entscheidung ist gefallen. Die besten Dreijährigen dieses Jahres sind Jörg vor Sebastian und Konrad. Und während wir jetzt auf die Siegerehrung warten, habe ich die glückliche Mutter des kleinen Jörg bei mir in der Sprecherkabine. Liebe Frau Blasebalg, wie fühlt man sich als Mutter eines so vielversprechenden Dreijährigen? Ach, wissen Sie, lieber Herr Eisenbügler, ich bin natürlich sehr glücklich. Er hat schließlich drei Wochen lang nur Spinat und Rotbäckchen gekriegt. Das musste ja was werden. Aber warten Sie nur nächstes Jahr, wenn er erst sauber ist und ihn beim Laufen die Windeln nicht mehr so behindern. Soweit der Sport aus Studio 7. Die Redaktion hatte Gertrud Blondi.